Oh, Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Yo, man, Infinite Man, yo, woman. Frag mich nicht. Hauptspiel ist immer Wunderbärchen. Einfach weiterspielen. Wo waren wir da eigentlich gerade? Ich glaube, ich hatte keinen Speicherpunkt, nicht wahr? Ich glaube, ich hatte keinen Speicherpunkt. Ja. Es stellte sich heraus, dass es mit ihr nicht dumm ist. Und ich ziehe es vor, sie bei guter Laune zu halten. Elizabeth Kalopkis besitzt um einige der verschlossenen Türen zu öffnen. Wer hätte gedacht? Ist ja nur sowas wie ein Dietrich. Wo waren wir? Rette Elisabeth. Ernsthaft? Das Ganze nochmal? Willst du mich verarschen? Ach komm, aber jetzt hatten wir es schon mal. Da geht es jetzt ja voll einfach, ne? Ist klar, oder? Muss ich hin? Yeah, ich meine, wow, ist das einfach. Wuhu! Lass mich nachladen, du Arsch! Okay. Ich meine, es sind ja überall irgendwelche komischen Soldaten, die mich alle töten wollen. Ist aber vollkommen egal. Ich meine, hallo? Warum sollte mich das auch irgendwas kümmern? Ist doch egal. Wo ist der? Wieder ein komischer Verstecksoldat. Ich bin hier. Ach nein, Bruder. Hallihallöchen, Töter. Oh, ernsthaft, eine Maschine. Was ist fies? Das ist so fies. Und ich hab gedacht, ja geil, wenn du das schon mal gemacht hast, kann es jetzt nicht wohl so schwer sein. Ist doch eigentlich scheißegal. Nix da. Warum? Sollte es leicht sein, wenn es auch schwer sein kann? Wer ist wo? Bin gar nicht hier. Bin wie ein Geist. Okay, was geht? Wo bist du? Hinter mir. Du Ratte. Warum sind hier so viele, die einfach nur ein Mädchen wollen? Sind die alle so verzweifelt? Oder was ist, ernsthaft, was ist mit Elisabeth so besonders, dass die einfach nur von allen gejagt wird? Ich habe keine Munition mehr, sorry. Hallo? Ich habe keine Munition mehr. Übertreib's halt. Wer ist hier noch? Wer will mich nerven? Ich bin jetzt langsam etwas angepisst. Bist du wieder so einer, der sich die ganze Zeit versteckt? Ernsthaft? Muss das sein? Wo bin ich? Du brauchst ein neues Magazin? Ich kann dir eins kaufen, ist schon Playboy. Hallo? Vielleicht soll ich doch nochmal nach da reisen. Bin ich hier richtig? Nee, von hier bin ich gekommen. Wer will mich töten? Wo muss ich hin? Rette Elisabeth. Wo ist Elisabeth? Das wüsste ich mal gern. Wo muss ich hin? Ach, da. Hi, das geht. Hallo. Hallo. Sorry, ich habe keine Munition. Meine Fräsen. Öffne Tür. Ich öffne jetzt die Tür. Passt auf, Leute. Elisabeth! Elisabeth! Wo ist sie überhaupt? Ich weiß es nicht. Muss ich hier hin? War die hier? Bin ich blöd? Ja. Hä, was? Aha. Okay. Anscheinend bin ich wirklich blöd. Ich werde jetzt Navigation benutzen. Was? Ich gehe jetzt erstmal auf den Boden. Auf dem Boden und es zeigt mir, ich muss da und was machen? Aha, ich verstehe alles. Oder auch nicht. Bin ich wirklich so beknackt? Ich glaube ja. Bin ich jetzt hier richtig? Nein, bin ich nicht. Das ist ja wunderbar.
Jetzt läuft ihr hier sowieso nur im Kreis. Was wollt ihr von mir? Also, ja. Was? Was? Wo? Wie? Was? Vielleicht da, genau. Mann, bin ich schlau. Ja. Bom. Hier bin ich richtig, oder? Kann ich hier irgendwo abspringen? Danke. Ich denke, muss ich dahin oder dahin? I don't know. Da, okay. Ah! Ach du Scheiße. Willst du mich verarschen? Bump, hab ich mich gerade verschrocken. Oh, ich hab gedacht, so geil, ja, endlich bin ich nicht dumm. Ich hab es geschafft. Oh. Und dann kommt der her und will mich töten. Warum auch leben lassen? Nein, töten ist besser. Oh, Elisabeth. Elisabeth? Sie hat mich gerettet? Naja, mehr oder weniger. Ah. Elisabeth! Komm zu mir! Hilfe! Ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mir zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja. Ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Fink. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Ich würde einfach mal aus der Stadt rauskommen wollen, weil guck mal. Ich. Einfach weg? Wäre mir schon wichtig. Warte! Geh weg! Scheiß Moskito! Munition! Ich will meine Munition! Ja, danke schön. Wow! Wow! Gerade beim Fangen und schon bin ich tot. So ist halt mein Glück. Oder, naja, meine Schlauheit. Oh, sag mal! Moskito, zisch ab! Dankeschön! Wer will noch? Wer will noch? Ach du, ja, geil. Glückwunsch, Glückwunsch, jetzt wirst du gekohlt. Dankeschön. Vielen Dank nochmals. Für alles. Niemals. Okay. Wir gehen nun in die Finkton Dingsbumsi. Your future is Finkton. Ja. Sehr schön. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ist ja auch geil. Xingshang, ich bin Kaiserin von China. Na, kriegst du auf? Wow, keine Bugs. Wie geil. Und kostet uns unterwegs das Leben. Wer will mich hier töten? Ah, das war übel. Warte, ich... Wer will mich belästigen? Du darfst keine Lady belästigen. Bam! Ja, danke schön für die Munition. Hallo? Ich wollte Munition fangen. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Könntest du mal bitte sterben? Mal bitte? Kann irgendjemand mal bitte sterben wegen mir? Weil... Es wäre mein Erfolgserlebnis, okay? Es wäre mein Erfolgserlebnis. Dankeschön. Es wäre ein Erfolgserlebnis. Wollt ihr nicht, dass ich ein Erfolgserlebnis habe? Wo bin ich? Hallo? Wer belästigt mich? Ah, hi. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen.
voll, ich bin immer noch hier. Oh, hi. Oh, sorry, ich habe gerade keine Munition. Ich muss nachladen. Tschüss. Wer will noch? Niemand? Okay. Bin ich da jetzt gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich bin jetzt völlig verwirrt und deprimiert, weil ich nie einen Schlag bestehe, ohne einfach ermordet zu werden. So fies ist das Spiel. Meine Fresse. Könnte ich bitte in den Aufzug steigen? Wo ist die? Oh, da ist der Boxophon. Jetzt sei mal kurz ruhig. Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Okay, wir hören wohl nichts vom Boxophon. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, komm. Dann gehen wir jetzt nur raus aus dieser Stadt, wenn du das willst. So, wieder Aufzug fahren. Da gibt's viele Aufzüge, habe ich das Gefühl. La la la. Ich grüße euch. Hi. Mein Name ist Jeremiah Fink. Hi. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Ach was. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Summ, summ, summ. Aber die Bienen sind gerade am Aussterben. Ist nicht gut? Oh, Hallöchen. Oma, bist du's? Ich find's komisch, weil er hat dann auch noch so komisch gelacht und das ist mir nicht wirklich sympathisch, sag ich mal so. Tja, der Mann hat ein Ego. Ja, was? Oh mein Gott. Das ist etwas, aber auch nur ganz leicht übertrieben. Ich meine, jeder hat eine Goldstatue bei sich im Garten. Kommt, Leute, wenigstens eine Bronze. Ich habe da eine 5 Meter hohe. Wie hoch ist eure? Komm, das Ego ist nicht so groß. Es wird grün. Wo, wirkt natürlich. Das finde ich nicht schön, weil Willkommen in Fink. Oh, hallo. Hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Warte. Mir wird also vorgeschlagen, Revolver zu nehmen. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Kann ich nicht schießen? Hallo. Echt jetzt? Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß es nicht. Sie haben wohl so eine eigene Stadt eigentlich, oder? Hier ist es, Booker. Wo? Shen Lin, Waffenschmied. Gehen wir doch mal rein. Gehen wir zu Shen Lin. Tü 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 tü.
vollstellbar. Das sind Chinesen wie Chen Lin. Weiter konnte ich nicht lesen. Das ist natürlich super. Ich würde sagen, wir hören hier mal bei der Folge auf und hoffen, dass der Speicherpunkt jetzt ein Speicherpunkt war und dass wir da nächstes Mal anfangen. Und yo, ich wünsche dir noch viel Spaß in deinem Leben und dass du nicht die ganze Zeit stirbst, so wie ich. Jawohl. Ciao.